Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Und heute haben wir Sportvlog 100. Hammer hat 100 Sportvlogs schon gemacht. Und darüber erzähle ich gleich mehr nach dem Intro. Piu-piu. Ich laufe heute bei meinem 100. Sportvlog wieder ein bisschen durch den Wald und rekapituliere mal, was alles so gab. Ich habe geboxt, ich bin Wasserski gefahren, ich habe ganz viel gejoggt, ganz viel in meinem Trainingskeller trainiert und was habe ich noch gemacht? Muss man überlegen, gar nicht so einfach. Ja, ich bin mit ganz vielen Leuten unterwegs. Mit der Tanja, mit dem Marek, mit dem Henning, mit dem Ralf. Bin mit denen gelaufen oder habe andere Übungen mit denen gemacht. Mann, Mann, Mann. 100 Sportvlogs. Hätte ich am Anfang nie gedacht. Ich glaube, beim allerersten Sportvlog habe ich noch gesagt, das kann nicht so oft sein. Das ist nämlich voll anstrengend. Und jetzt habe ich schon nach gut einem, ein halbes Jahr, 7 Monate, irgendwie sowas, 100 Sporteinheiten gemacht und habe sie alle mit der Kamera verfolgt. Geil. Ja, heute laufe ich ein bisschen und erzähle gleich ein bisschen mehr über meine 100 Sportvlogs. Hammerhart. Das Gute bei meinen Joggingeinheiten war ja immer, dass ich die immer irgendwo machen konnte. Ich bin durchs Brandenburger Tor gelaufen. Ich bin in der Eifel rumgelaufen. Im Sauerland. Weiß ich noch? In Norddeutschland. Bremen. Da bin ich durch die Gegend gelaufen. In Kroatien war ich. Ja. Da in meinem Urlaub durch die Gegend gerannt. Und habe überall schön meine Sporteinheiten durchgezogen. Das kann man mit anderen Sportarten natürlich nicht machen. Beim Jogging brauchst du nur ein paar Schuhe. Und dann geht's los. Das kann ich jedem empfehlen. Einfach ein paar Schuhe und los. Einfach mal los. Runter vom Sofa. Sport machen. Sagt er immer so Dödel. Ja. Sport, Sport. Meine Sportvlogs. Wenn ich die nicht gehabt hätte, ich glaube, ich hätte nicht so viel Sport gemacht. Dieses Aufzeichnen der Kamera hat mich immer dazu gebracht, ich brauche neuen Content. Ich brauche neuen Content. Ich muss wieder Sport machen. Super. So habe ich Sport gemacht und habe auch ein paar Kilo abgespeckt. Muss man sagen. Ja, jetzt renne ich hier durch den Wald und babbel für mich alleine. Auch geil, ne? Nach 100 Sportvlogs fragt man sich natürlich, wie geht's weiter? Ja, ich werde wieder bei den nächsten 100 werde ich viel trainieren. Beim Sportkeller muss ich jetzt erstmal machen, weil es wird schweinekalt draußen sein. Demnächst wieder. Deswegen gehe ich nicht so gerne raus. Friert sich so ein bisschen sehr leicht. Deswegen lassen wir das. Also Sportkeller ist ja angesagt. Und dann gucke ich mal, was ich im neuen Jahr alles so mache. Fußball immer gut. Ich habe ja eigentlich 25 Jahre Fußball gespielt. Ja, Rugby wäre cool. Das mache ich vielleicht mal. Schwimmen könnte ich im Sommer. Und natürlich viel Joggen. Jogging, Jogging, Jogging. Vielleicht mache ich mal irgendeine dusselige Challenge wieder mit. Strong Viking habe ich mitgemacht. Tough Mudder habe ich mitgemacht zuletzt. Im neuen Jahr mache ich sowas wieder. Es war lustig. Ich bin schon eine halbe Stunde unterwegs und werde meine Sporteinheit heute nicht so ausgiebig machen. 45 Minuten reichen. Sehr gut. Nach circa 45 Minuten bin ich jetzt gleich in meinem Auto angelangt. Alles gut. Schön gelaufen heute bei meinem 100. Sportvlog. Bin so stolz drauf. Jawohl. Ja. Und beim nächsten Mal geht es natürlich mit 101 weiter. Was ich da mache, weiß noch nicht. Ob ich da laufe oder Workout oder so. Ergibt sich an dem Tag. So.
das war mein 100. Sportvlog. Vorne ist mein Auto. Also, cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal.